Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich hoffe, Sie sind alle gut verkabelt und können gut hören. Der Silvio hat es gerade schon gesagt, wir machen jetzt, gehen sozusagen einem ganz konzentrierten Blick in die Berliner Museen, weil der Arts and Culture Club ja sich eben hier nicht nur irgendwie mit GIFs und Netzkunst ganz irgendwie weit... Man hört mich nicht, okay, ich probiere es mal. Doch, ja. Also Kopfhörer aufsetzen, ne? Das ist ganz wichtig, sonst irgendwie da hinten nochmal holen, dann hörst auch du mich. Okay, genau, wir gehen in die Archive, da wo es mühsam, dunkel, staubig wird. Bitte? Und es gibt so eine interessante Faustregel, die sagt, eigentlich sind in Museen nur 10% der Objekte wirklich zu sehen. Die restlichen 90% sind meistens in den Archiven oder Depots versteckt. Manchmal ist dieses Verhältnis sogar noch schlimmer. Das heißt, was machen wir eigentlich mit diesen 90%? Wie schaffen wir es, dass die auch gesehen werden, dass die woanders vielleicht ausgestellt werden, dass deren spannende Geschichten auch erzählt werden? Das heißt, es ist ganz wichtig, dass diese Sachen erfasst sind, und im Jahr 2019 sprechen wir natürlich davon, dass die Sachen digital erfasst und gefunden werden können. Das heißt also sozusagen ja, diese Digitalisierung des kulturellen Erbes, die Sichtbarmachung irgendwie unserer kulturellen Schätze ist eben das A und O für Museen und Archive heutzutage. Und das hat man in Berlin auch erkannt. Schon rechtzeitig 2012 hat man eine sogenannte Initiative zur Förderung innovativer Digitalisierungsprojekte in Archiven, Bibliotheken und Museen, kurz DIGIS, ins Leben gerufen. Das ist mit Europamitteln gefördert, und mittlerweile hat man über 80 solcher Projekte hier umgesetzt. Und wir haben heute das Glück, von 5 davon sozusagen mal detaillierter erzählt zu bekommen, wie das eigentlich vonstatten gelaufen ist, wie sozusagen diese Transformation vom Analogen in das Digitale vonstatten gegangen ist. Bevor ich jetzt sozusagen diese einzelnen, das sind meistens Kuratoren oder Archivare der jeweiligen Sammlung, hier nach vorne bitte, würde ich erstmal denjenigen auf die Bühne bitten, der das Ganze mit initiiert hat, der es auch betreut und sozusagen Herr über einen riesen Serverkeller mit unzähligen Terabytes ist. Und zwar, das ist Thorsten Koch, Leiter des DIGIS-Projekts am Zuse-Institut für Informationstechnik in Berlin-Dahlem. Herzlichen Applaus für ihn. Ja, ich freue mich, ihn wiedersehen zu dürfen. Wir hatten vor einem halben Jahr schon mal das Vergnügen, und Thorsten Koch wird jetzt einfach einmal einführen, wie man sich, wie das sozusagen dieses DIGIS-Projekt vonstatten gegangen ist, wie man es aufgesetzt hat, was man dabei alles bedenken muss, was sozusagen für technische Lösungen nötig sind, was heißt das rechtlich, wie geht auch die Nachnutzung all solcher Daten. Okay, also in 5 Minuten werde ich das, glaube ich, nicht im Detail schaffen, aber ich versuche zumindest mal einen kleinen Eindruck zu geben über das, was wir da machen. Okay, top, die Wette gilt. Ja, danke. Also was Sie hier sehen, ist tatsächlich in Berlin. Sie können mal überlegen, wo das ist. Es steht auch unter Denkmalschutz, und wenn man wirklich in den Museen reingeht, es sind da viele Sachen, und man geht runter. Was glauben Sie, was man da findet? Am Ende Knochen. Jede Menge Knochen. Das ist hier im Naturkundemuseum, und da liegen riesige Schätze in den Museen, an die man im Grunde genommen nicht rankommt. Und wie das gerade schon gesagt wurde, im Schnitt ist sowas von ein Zehntel, ein Zwanzigstel der Objekte, die es gibt, werden tatsächlich ausgestellt. Das sieht dann etwa so aus. Die roten sind die, die Sie wirklich sehen können. Der ganze Rest ist in irgendeinem Archiv, in irgendeinem Keller, irgendwo in einem Museum, in einer Galerie, und Sie kommen nicht dran. Und jetzt würde man denken, okay, naja, es ist ja auch eine Auswahl da. Das heißt, unter Umständen sind das die Sachen, die man vielleicht auch nicht unbedingt ständig sehen will. Aber es gibt da eine schöne Untersuchung, und selbst von doch, sagen wir mal, relativ bekannten Malern ist ein Großteil nicht zu sehen. Wenn Sie hier gucken, Pablo Picasso, gerade mal die Hälfte seiner Werke, die in Museen vorhanden sind und Galerien, können Sie aktuell angucken. Und wenn wir über Angucken reden, klar, ich meine, ich sag mal Generation EasyJet, ich möchte mir im Louvre jetzt irgendwie die Mona Lisa angucken, fliege ich mal kurz hin und gucke mir das an. Aber die Frage ist, welcher Teil
der Weltbevölkerung kann eigentlich mal eben zu so einem Museum oder einer Galerie fahren und sich das angucken. Ich habe mal die Folie hier gefunden im Internet, ist ja ganz schön, Einkommensverteilung über die Welt und mal so bei einem Satz von $50 am Tag Einkommen die Grenze gesetzt. Wer weniger verdient, hat wahrscheinlich andere Probleme, als irgendwo hinzufliegen und sich Kunst anzugucken. So, das heißt, wir haben ein 1/20 der Objekte, die tatsächlich in Ausstellung sind, und diesen Teil der Bevölkerung, der die Chance hat, die auch ernsthaft anzugucken. Das ist fast nichts. Und da wollen wir von weg. Wir wollen die Möglichkeit geben, dass auch der andere Teil wenigstens die Chance hat, diese Sachen zu sehen. Darüber hinaus gibt es halt vielfältige Forschungsfragen, die man lösen kann. Also eins, was mich mal besonders beeindruckt hat, war dieses. Hier ist ein Foto von Sanssouci irgendwo schwarz-weiß. Und jetzt die Frage, welche Farben hatten die Stoffe da überhaupt? Was waren das für Stoffe? Und die gibt es ja zum Teil überhaupt nicht mehr. Und da hatten wir ein schönes Projekt mit der HTW. Die haben nämlich Stoffmusterbücher gefunden in ihrem Keller, beziehungsweise in dem Fall auf dem Dachboden. So, und da sind dann diese Stoffmuster und mit denen kann man jetzt gucken, wie das damals tatsächlich war. Die wurden dann sorgfältig digitalisiert. Sie sehen hier auch diese Farbkalibrierungstafeln, damit man farbkorrekte Aufnahmen davon hat. Im Prinzip müsste man dann noch Mikroskopaufnahmen machen, weil es zum Teil die Webtechnik überhaupt nicht mehr gibt. Und damit kann man dann sehr, sehr viel machen. Wenn Sie mich jetzt fragen, was steht der ganzen Sache eigentlich am meisten im Wege, dann muss ich Ihnen sagen, es ist im Grunde genommen kein technisches Problem. Das größte Problem, auf das wir typischerweise treffen, ist die Unrechtslage, die wir haben. Es ist unendlich kompliziert und das Recht ist einfach in dem Sinne noch nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Es werden immer die Modellsachen übertragen von den traditionellen Ideen und dass man Dinge einfach kopieren kann. Also ich meine, ein Gemälde fotografieren, das war früher sicherlich mal eine Kunst, als man Silberhalogenid-Fotografie hatte und das ausleuchten musste. Heute, wo jeder mit seinem Handy da sich hinstellen kann und ein Foto machen, können nicht ständig Rechte geschaffen werden und am Ende darf man nichts mehr machen mit gar nichts. Das ist wirklich ein Problem. Wir versuchen damit Beratungen und Workshops zu helfen, aber es ist nicht leicht. Das andere ist, Sie haben die Sachen und Dinge verändern sich. Wenn Sie sich dieses Bild hier angucken, das sieht irgendwie ein bisschen aus der Zeit gefallen aus. Und das ist auch einfach so. Diese Bänder können Sie heute nicht mehr einlesen. Wenn Sie Word-Perfect-Dateien haben, PCX-Format, erinnert sich noch jemand, VisiCalc, was machen Sie da heute mit? Finden Sie noch ein Programm, mit dem Sie das angucken können? Das ist unser Datenspeicher. Ich sage immer, der lebt. Da gehen übrigens nicht Terabytes rein, da gehen inzwischen 100 Petabytes rein. Das heißt, Platz ist nicht das Problem. Das Ding wird ständig umgebaut, erneuert und geändert, sodass es immer auf dem Stand der Technik ist. Die Sachen werden umkopiert, das entwickelt sich einfach sofort. So wie man früher von einem Erzähler zum nächsten erzählt hat, sodass das Generation für Generation weiterging. Und die Sachen ändern sich. Erinnern Sie sich noch? Mosaic, Ihr erster Browser? Dann kam Netscape, Internet Explorer, Firefox, Chrome, und überlegen Sie mal mit dem ersten Browser, wenn Sie heute eine Webseite angucken, da sehen Sie nichts mehr, da kommt nur noch irgendein Unfug. Und das ist ein komplexes technologisches Problem. Ein Dokument, irgendein Dokument ist auf so einer Festplatte in irgendeiner Schnittstelle mit irgendeiner Blocklänge auf einem Dateisystem in irgendeinem Format. Und wenn Sie ein Doc haben, da sind Schriften eingebettet. Das heißt, Sie haben noch wieder ein Format für die Schriften. Und das müssen Sie alles zusammenbringen und auslesen, um damit klarzukommen, das zu interpretieren. Da haben sich Leute Gedanken gemacht. Da gibt es sowas wie das Open Archival Information System Spezifikation. Und damit beschreibt man, wie man dafür sorgt, dass diese Sachen auch in 30, 40 oder 50 Jahren noch lesbar sind. Und eine wichtige Sache dabei ist, dass sie es mit Open Source machen. Wir arbeiten bei Digis mit Archivematica, iRods, Fedora und einigen Sachen, die wir selber machen. Und das sind alles Open Source Entwicklungen, die jeder nachnutzen kann. Und machen Sie sich bitte klar, das ist das Letzte, was ich eigentlich dazu sagen will. Digitalisierung ist vielfältig. Das sind nicht nur Dokumente, was man immer so denkt, und dann vielleicht noch Bilder oder auch Fotos, das sogenannte Flachware. Selbst diese Flachware, wie wir gleich noch sehen werden, kann nicht so flach sein wie in diesem Fall. Dann haben wir Skulpturen und das geht dann weiter über Filme, Tonaufnahmen, bis Sie 3D-Digitalisierung von ganzen Museumsdörfern haben. Das ist ein komplexes Thema, wie Sie das machen wollen.
Am Ende, Digis hat in den Jahren inzwischen in allen möglichen Sachen von Totenmasken über Gipse, Buchseiten, Tonbänder, Glasplatten, alles Mögliche, inzwischen über 1 Million Objekte digitalisiert. Und wir sind noch weiter dabei. Insofern, vielen Dank. Wir arbeiten dafür, dass die Bestände digital zugänglich gemacht werden, dass alle Zugriff bekommen, sie für alles genutzt werden können und es auf Dauer zugreifbar bleibt. Und am Ende wollen wir natürlich auch die Persönlichkeitsrechte wahren. Vielen Dank. Und damit übergebe ich... Wow, das war jetzt ein echtes Speed-Dating, genauso wird es jetzt die nächsten 5 Male sein. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns zum Abschluss zum Panel nochmal. Also falls Sie auch ein paar Fragen haben, können Sie die dann vielleicht detaillierter später noch stellen. Genau, Thorsten Koch hat schon angekündigt, es gibt eine Menge von Projekten. Wir haben jetzt eine Auswahl von 5, die seit 2012 schon umgesetzt wurden. Und Sie sehen es schon, das Bauhausarchiv ist das erste. Ich freue mich darauf persönlich, weil, sage ich kurz noch was zu mir, ich bin Kulturjournalistin, arbeite beim Fernsehen für ARD, TTT und für ähnliche Kulturmagazine, mache auch Langfilme. Und natürlich hatte ich am Anfang des Jahres auch dieses Glück, Silvi macht doch mal einen Beitrag über 100 Jahre Bauhaus und musste Bildrechte klären. Und dann war so, rien ne va plus, dieser Laden war geschlossen, nämlich wegen Umbau. Habe ich mich sehr geärgert, deswegen freue ich mich sehr, dass jetzt eine Person vom Bauhausarchiv nämlich da ist. Und wir wissen nämlich auch, sie haben nicht Däumchen gedreht in der Zeit, sondern wichtige Digitalisierungs- oder Transformationsarbeit geleistet. Ich freue mich sehr auf Esther Kleven, dass sie uns erzählt, wie das vonstatten gegangen ist. Ein Beifall für Sie. Genau, und nur noch kurz... Sie ist promovierte Kunst- und Designhistorikerin und sie hat eben den Schwerpunkt bei ihrer Tätigkeit auf Digitalisierung und Wissensvermittlung gelegt. Die nächsten 5 Minuten sind deine. Okay, herzlichen Dank. Es ist ein bisschen unangenehm mit dem Licht und gleichzeitig würde ich Sie so gerne sehen, aber ich begrüße Sie dennoch. 100 Jahre, jetzt muss ich selber blättern. Vielleicht haben Sie eine von diesen dicken 100 irgendwo schon mal gesehen. Das Jubiläum, 100-jährige Jubiläum des Bauhauses ist wohl möglich nicht an Ihnen vorbeigegangen. Es wurde vor 100 Jahren in Weimar gegründet, ist nach ein paar Jahren nach Dessau umgezogen, in den 30er Jahren dann nach Berlin ganz kurz als private Institution umgezogen und am Ende dann musste es die Türen schließen, weil die Nazis es doch ein wenig störend fanden. Das Bauhausarchiv ist natürlich keine direkte Nachfolgeinstitution, sondern die erste Institution, die systematisch Material zum Bauhaus gesammelt hat. Gegründet 1960, umgezogen nach Berlin um 1979 in das heutige Gebäude gezogen. Und eigentlich gibt es schon seit den 80er Jahren Wünsche für eine Erweiterung oder einen Neubau, weil das Gebäude eigentlich zu klein dimensioniert war von Anfang an. Wer mal da war, weiß, dass die Dauerausstellung extrem klein und schwierig zu bespielen war in diesem großen Saal. Die Pläne für den Neubau sind konkret seit 2004, wurden dann aber nicht genehmigt und jetzt kam das Jubiläum und dadurch wurde es uns möglich, diesen Neubau zu planen, mit der Folge, dass wir ausgerechnet zum Jubiläum wegen des Jubiläums geschlossen sind. Und in dem Feld ist das ein Problem, wie Sie gerade gehört haben, denn wir sind als Archiv gegründet worden. Wir haben die älteste und breiteste Sammlung. Wir haben Archivstücke, Kunst und Design, eine Forschungsbibliothek, Architekturentwürfe, Unterrichtsmaterial, Materialien zur Bauhausrezeption und wir verwalten auch eine ganze Menge Biografien. 1350 Bauhäusler gab es ungefähr. Wir haben Materialsammlungen zu 500 Bauhäuslern, sind aber eine sehr kleine Institution. Als Institution und als sicher, seitdem wir an der Klingelhöfer Straße stehen, sind wir sehr serviceorientiert. Das heißt, wir sind ein Forschungsbedienungsladen sozusagen. Wir haben sehr viele Publikationen bei uns stehen, die einfach auch mit Material aus unserem Haus entstanden sind. Und unser ganzes Team ist auch so aufgestellt, dass wir Service leisten, also Material zugänglich machen, aber das alles natürlich in einer analogen Struktur. Das heißt, wenn ich jetzt über Digitalisierung rede, redet man auch gleich über eine große Reorganisation, die für uns ansteht. Und das ist sehr komplex.
Da kann ich Ihnen natürlich nicht alles von erzählen, darum zeige ich Ihnen den heutigen Zustand. Also das ist der Grund, warum es keine Antworten gibt oder wenig Antworten oder selten Antworten, wenn wir Materialanfragen bekommen. Wir liefern immer noch Fotos, wir informieren über Rechte, wo die liegen, aber wir können eben keine Objekte zeigen oder ausleihen. Wir machen eine große Ausstellung im September in der Berlinischen Galerie, da freuen wir uns sehr drauf. Noch 2 Minuten. Okay, dann machen wir ein bisschen schneller. Breite der Sammlung. Das heißt, eine Sammlung in einer kleinen Organisation mit sehr verschiedenen Materialien. Wir haben uns beim Digitalisieren schon 2014 vorgenommen, in der Bandbreite unserer Sammlung etwas zu zeigen. Das heißt, wir zeigen eben nicht nur die Designobjekte, die Sie kennen, sondern wir versuchen auch Zugang zu verschaffen zu Bibliothek, Nachlässen, Archivstücken und der enormen Fotosammlung, die wir haben. Was Sie sehen, ist ein Screenshot von Gropius, Walter Gropius Online. Das ist eine Datenbank in Museum Plus. Das haben wir mit EFRE-Mitteln finanzieren können. Letztendlich wollen wir diese Querverbindung zwischen Objektdatenbanken, Archivdatenbanken, Bibliotheksdatenbanken realisieren und den Zugang zu allen Materialien im Kontext unterstützen. Wir müssen dabei ganz stark nachdenken über die Nachhaltigkeit aller Dinge, die wir tun. Das sehen Sie in diesem Schema unten. Und wir wollen das natürlich machen für unsere Nutzer. Dabei gibt es eine ganze Menge Probleme und das erste hat Thorsten ja schon genannt, das ist, dass die Bildrechte im 20. Jahrhundert teuer sind. Die sind dann auch teuer für uns, wenn wir was online stellen wollen. Das limitiert unseren Spielraum. Das wäre ungefähr so, als ob im Museumsraum überhaupt kein Objekt mehr stehen würde. Wir arbeiten daran, da was dran zu tun mit der Unterstützung von DIGIS. Und wir arbeiten natürlich auch an unserem neuen Museum, das dann auch im physischen Raum digitaler sein wird als das, was man klassischerweise in einem Museum kennt. Ja, dann habe ich es auch innerhalb der Zeit geschafft. Wow. Vielen, vielen Dank. Ja, das ist hier wirklich im Supertempo. Ich hoffe, wir haben nachher noch ein bisschen Zeit, ein paar Fragen zu stellen. Unser nächstes Beispiel, Sie sehen es schon, ist auch hochaktuell. Wir feiern nicht nur 100 Jahre Bauhaus dieses Jahr, sondern auch 30 Jahre Fall der Mauer. 30 Jahre ist diese trennende Mauer weg, ist auch gut so. Aber wie vermittelt man eigentlich etwas, was gar nicht mehr greifbar ist, was eigentlich virtuell ist, vielleicht sogar auch mit virtuellen Mitteln? Eben auch gerade deswegen an eine jüngere Generation, die mit Digitalen zu tun hat und aber auch in der Schule vielleicht Zeitgeschichte kaum mehr vermittelt bekommt. Deswegen hat sich die Stiftung Berliner Mauer auch daran gemacht, sich digitalisieren zu lassen, 2016. Und wer uns jetzt davon erzählt, ist Manfred Wichmann, seit 7 Jahren Kurator der Sammlung und des Archivs und verantwortlich für das sogenannte Sammlungsmanagement. Ich bitte ihn auf die Bühne. Ja, hört man mich? Ja. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann, denn ich bin in dieser Riege ein bisschen der Exot, also nicht ich, sondern meine Institution, als Gedenkstätte. Denn wir haben vorhin schon gehört, Glam, Galleries, Libraries, da fehlen immer so ein bisschen dann die Gedenkstätten. Aber DIGIS hat von Anfang an darauf geachtet, dass die Gedenkstätten als Kulturinstitution auch in diesem Projekt mit dabei sind. Und deswegen sind wir auch in dieser Maßnahme mit dabei. Denn auch Gedenkstätten sammeln, forschen, vermitteln und sie stellen auch offene Daten zur Verfügung. Ich möchte aber eingangs ein paar einleitende Worte sagen zur Besonderheiten von Gedenkstätten in Bezug auf Digitalisierung und digitale Daten. Gedenkstätten als authentische Orte liegen erst einmal quer zur ubiquitären und digitalen Welt und Informationsvermittlung. Bei Gedenkstätten steht das Reale, die haptische Ortserfahrung im Zentrum des Selbst- und des Vermittlungsverständnisses. Es geht um die Erkundung des Ortes, um konkrete Relikt- und Spurensuche und nicht um Rekonstruktion einer alten oder Erschaffung einer neuen Realität. Zudem kommen 2 Dinge. Gedenkstätten sind häufig Orte des Trauerns, des Gedenkens, des Mahnens. Und da spielt die sogenannte Differenzerfahrung, also der Verzicht auf digitale Medien, eine große Rolle. Und das andere ist in der Bildungsarbeit das sogenannte Überwältigungsverbot. Das sind wesentliche Spezifika von Gedenkstätten, die man im Kopf haben muss bei der Arbeit mit digitalen Daten. Daraus erwachsen auch manchmal Vorbehalte.
Dennoch ist es so, dass gerade für die Berliner Mauer es Vorteile der Digitalisierung gibt, um diesen realen Raum auch weitertragen und besser verstehen zu können. Gerade bei der Berliner Mauer ist die Erwartungshaltung, das Bild im Kopf, das kollektive Bildgedächtnis ja sehr prägend. Und es ist ein guter Ausgangspunkt, um eben mit digitalen Daten und digitalen Angeboten die Vermittlung auch zu diesem historischen Thema voranzutreiben. Das Bild der Berliner Mauer ist geprägt durch die Grenzmauer 75. Das ist diese Mauer, die Sie dort sehen, die Sie wahrscheinlich auch im Kopf haben, wenn Sie an die Berliner Mauer denken. Das ist aber ein durchaus eingeschränktes Bild, denn die Berliner Mauer war in ihrer Zeit geprägt durch verschiedene Formen, die wir aus den 60er Jahren kennen, mit Stacheldrahtzäunen, mit Barrieren aus Holz und hölzernen Wachtürmen. Und vor allen Dingen stand die Grenzmauer 75, so wie wir sie hier kennen, nur im innerstädtischen Bereich. Der Außenring um West-Berlin war wesentlich geprägt durch unsichtbare, aber natürlich stark gesicherte Wassergrenzen oder durch Zaunanlagen. Und genau diesen Außenring zum Beispiel, den wollen wir mithilfe unserer historischen Fotosammlung digitalisiert eben auch in das Bildgedächtnis der Menschen zurückbringen. Wir nutzen daher den digitalen Raum, um eben dieses visuell nicht präsente oder diese visuell nicht präsenten Ebenen auf der zeitlichen Schiene und auf der räumlichen Ausdehnung in die Vermittlungsarbeit und in das Geschichtsverständnis zurückzubringen. Gleichzeitig wollen wir damit auch zeigen, dass der reale Besuch der Gedenkstätte und der dort vorhandenen originalen Reste eben auch nur einen Teilaspekt vermittelt und nur der Ausschnitt aus einem größeren Gesamtsystem des Systems Berliner Mauer ist. Der digitale Raum ist hier also gezielt eine Erweiterung des realen Raums und dient dem besseren Verständnis des realen Raums oder regt zu dessen Besuch an. Wir haben in unserem Bestand ca. 20.000 historische Fotografien, die genau diese Vielfalt zeigen. Und aus einem Digitalisierungsprojekt ist daraus unser Open Access Angebot mauerfotos.de entstanden. Wir wollen damit mehrere Ziele verfolgen. Wir wollen erstens die Vielfalt der Berliner Mauer zeigen. Wir wollen Bilder von allen Bereichen der Grenzanlagen dokumentieren. Wir wollen wissenschaftliche Metadaten mit Benennung, Datierung, Verortung, Verschlagwortung anbieten. Sofern die Technik mitspielt. Wir wollen aber auch diese Bildinhalte und Informationen frei verfügbar und unmittelbar nutzbar machen. Und dafür haben wir diese Bilddateien mit Creative Commons Lizenzen versehen und direkt Downloadmöglichkeiten angeboten. Und schließlich wollen wir Zusatzmaterial zur freien Nutzung bereitstellen auf dieser Website, ein Glossar, Lernbeispiele und ausgewählte historische Fotos. Wenn es nicht sichtbar ist, dann gehen Sie einfach heute Abend auf mauerfotos.de und schauen sich das an. Ich möchte nur, genau, so sieht ein Bilddatensatz dann entsprechend aus. Und Sie können dort diese Bilder direkt herunterladen. Wir haben visuelle Kartenansichten, um eben auch genau zu sehen, an welcher Stelle sich unsere Mauerfotos befinden und wo nicht. Und zur Nachnutzung zwei Punkte nur. Wir haben die Nachnutzung im analogen Raum, einen Fotoworkshop, wo Schüler oder Gruppen mit den Bildern arbeiten, dann selber an die Orte gehen können und dort selber Fotos erstellen. Man kann dann real diese Bilder vergleichen und über Quellenkritik und Fotos als historische Quelle arbeiten. Und wir haben die Daten ebenfalls als offene Daten zur Verfügung gestellt, CSV-Ressource. Und das wurde bei Coding Da Vinci genutzt. Und daraus hat sich die MAU-AR-App entwickelt, wo man an einem realen Ort mit einer Augmented Reality sich anzeigen kann, wo die Mauer war. Und diese App hat nicht nur den Preis Most Technical Award gewonnen, sondern auch die Aufmerksamkeit von Tim Cook im letzten Jahr erregt. Und das sind genau die Punkte, warum wir denken, die Erweiterung in den digitalen Raum ist auch für Gedenkstätten sinnvoll. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus
Ja, vielen Dank, Manfred Wichmann. Auch toll, mit den technischen Herausforderungen so gut umgegangen zu sein. Das ist wahrscheinlich auch was, was die Arbeit begleitet. Unser nächster Gast auf der Bühne ist Julia Wallner. Sie kommt vom Georg-Kolbe-Museum. Da habe ich gedacht, muss ich irgendwie an Bob Dylan denken, The slow one now will later be last. Das Georg-Kolbe-Museum ist nämlich das kleinste Museum in der Runde, aber interessanterweise schon komplett durchdigitalisiert. 2300 Objekte, alle schon online. Wie es dazu kam, ob es daran liegt, dass dieses Museum seit jeher immer von Frauen geleitet wurde oder woran auch immer, das erklärt uns jetzt Julia Wallner. Noch einmal kurz einen Beifall, weil sie hatte noch gar keinen. Ja, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank fürs Kommen. Es ist natürlich nicht so, dass wir komplett durchdigitalisiert wurden. Ich möchte oder uns durchdigitalisiert haben, denn es ist ja in der Regel ein aktiver Prozess, den wir verfolgen, den wir mitgestalten. Und ich spreche hier als Direktorin des Museums, was, Sie können sich das denken, damit zu tun hat, dass wir ein kleines Haus sind, dass wir momentan auch noch in der Digitalisierung stecken. Und die Mitarbeiterin, die sich hauptamtlich darum kümmert, ist heute am Fotografieren mit dem Fotograf im Archiv. Ich selber habe nächste Woche eine Ausstellungseröffnung und ich glaube, das zeigt auch sozusagen die Herausforderung und aber gleichzeitig natürlich auch den großen Mehrwert einer kleinen Institution. Wir sind auf eine Art natürlich beweglicher als viele große Tanker in dieser Stadt und international und können dadurch natürlich in enger Abstimmung Dinge gemeinsam beschließen oder ums nochmal anders zu sagen, Digitalisierung war bei uns von Anfang an ein Querschnittsthema. Hier sehen Sie unser wunderschönes Haus, Atelierhaus am Rande der Stadt. Kolbe ließ sich das 1928 als Atelierhaus eben erbauen, eine Architekturikone bis heute. Und wir beherbergen einen Nachlass eben des Künstlers, hervorgegangen aus einer Stiftung mit 220 Skulpturen, 500 Zeichnungen und etwa 10.000 Briefen und Fotografien, Materialien. Und da wird es dann richtig spannend. Das eine ist natürlich sozusagen, das können Sie sich vorstellen, die Überführung von dreidimensionalen Objekten in den mehr oder weniger zweidimensionalen Raum, eben der Skulpturen. Dann aber vor allem die komplexe Beziehungsgeschichte der Objekte untereinander. Das heißt, wir haben nicht nur Werke von Georg Kolbe, sondern es geht ja weit darüber hinaus. Er hat korrespondiert, er war ein wichtiger Künstler seiner Zeit, hat korrespondiert mit anderen Künstlern, Künstlerinnen, mit Museen, mit Galerien. Es gibt Inventarlisten und von der Stromrechnung sozusagen bis zur Künstlerkorrespondenz lagert das alles bei uns im Archiv. Was ich damit sagen will, ist, dass bei uns eben die Digitalisierung in erster Linie auch eine Erschließungsarbeit eigentlich unserer Sammlung ist. Und deshalb sozusagen kann ich dem mit vollem Herzen widersprechen, dass wir eben durchdigitalisiert sind, obwohl wir alle physischen, dreidimensionalen Objekte der Sammlung Georg Kolbes bereits veröffentlicht haben, haben wir eben gerade durch den Prozess der Digitalisierung auch merken können, dass wir eigentlich erst am Anfang stehen. Das war der tatsächliche Anfang. Auch wir hatten eine Sanierung des Hauses, die wir dafür nutzen konnten, bestimmte Dinge zu sichten, die wir im Alltag überhaupt nicht sichten können. Hier sieht man Teil unserer Sammlung. Das sind die Gipse, die als Vorlagen für die ausgeführten Skulpturen dienen. In der Mitte der große Gips. Das ist vielleicht Kolbes berühmteste Arbeit aus dem Barcelona-Pavillon. Und darunter liegen eben diese Einzelteile. Sie sehen, die sind teilweise zerstört, teilweise zersägt. Das hat ein bisschen was mit den Herstellungsprozeduren zu tun. Und Sie können sich vorstellen, wenn sowas bei uns im Depot liegt, dann liegt es gestapelt hinten, vorne, überall an verschiedenen Orten im Depot. Und wenn wir also im Zusammenhang mit der Sanierung die Möglichkeit hatten, das eben einmal auszubreiten, dann eben zu fotografieren, nochmal systematisch zu erfassen, eben Stücke zusammenzufügen, die man nie zusammen sieht, die wir natürlich auch nicht zusammenbauen konnten. Wir konnten es dann auch gleich noch nutzen, um eben bestimmte Restaurierungen anzustoßen. Also das ist schon dann ein sehr komplexer Prozess, der eben durch den eigentlichen Vorgang sozusagen, der sich dadurch sehr verbreitet hat. Hier nochmal ein Blick in unser Depot, wo man eben auch nochmal sieht, diese unterschiedlichen Anforderungen. Hier sind die Dinge ja sortiert eben nach Materialien, also Papier liegt zu Papier, Bronze liegt zu Bronze und dann eben vorwiegend nach Größe. Das ist keine gute Systematik, bringt uns natürlich immer wieder ins Nachdenken darüber, wie stehen die Dinge eigentlich im Zusammenhang zueinander. Wir haben dann aus dem
aus der Not eine Tugend gemacht und uns auch aufgrund des Platzmangels von Anfang an den Digitalisierungsprozess so gut es möglich war öffentlich gestaltet. Hier sieht man eben die Fotos von der Mitarbeiterin, die mit der Digitalisierung betraut war, eben die mit dem Fotografen im Museum sitzt, und da waren immer viele Leute da, die mit uns ins Gespräch gekommen sind über, wie fotografiert man eigentlich Skulptur, hin zu, was heißt eigentlich Digitalisierung, was macht ihr da, welche Daten gebt ihr ein in die Datenbank, was ist wichtig. Und im letzten Jahr haben wir dann geschafft, diese Datenbank zu erarbeiten, wo eben die ganzen Ergebnisse aus den letzten 6 Jahren inzwischen Digitalisierung präsentiert sind. Da sind tatsächlich alle unsere Sammlungsbereiche präsent, was das Werk von Georg Kolbe angeht. Und Sie sehen schon, Skulpturen, Zeichnungen, Gipsmodelle, Fotografien. Also auch hier sammeln wir wieder sozusagen nach Material, nach der Zuordnung in unserem Archiv. Und das ist natürlich die große Frage, die sich daraus ableitet. Wie bekommen wir das, was wir ins Netz gefüllt haben, auch wieder raus? Beziehungsweise wie bekommen die Nutzerinnen und potenziellen Nutzer das wieder heraus und wie finden die, was sie interessiert? Denn wir haben natürlich die Dinge, die uns interessieren, unsere Ordnungskriterien, unsere Kategorien. Sie sehen das hier, man hat verschiedene Filterfunktionen. Das ist jetzt ein Beispiel eben zu Kolbes Tänzerin, die in der Nationalgalerie steht, eben Zeichnungen, Fotografien. Da mischen sich natürlich auch sozusagen moderne Fotografien von Objekten, die wir besitzen, zu historischen Fotografien von Objekten, die wir eben nicht notgedrungenermaßen besitzen, und dann ergibt sich so ein Feld über die verwandten Objekte, und da wird es natürlich für uns richtig spannend, aber auch kompliziert, denn wir haben natürlich inzwischen eine riesen Datenmenge generiert, die wir beständig neu sozusagen neu kategorisieren, neu ordnen, die aber auch beständig sich verbreitert, weil sie eben neue Felder aufmacht. Sie sehen hier ein Beispiel, ein Briefwechsel Schmidt-Rottluff und Georg Kolbe. Die Namen, die dort erwähnt sind, sind beim Transkribieren, auch das Transkribieren haben wir eben zum Teil der Digitalisierung gemacht, weil erst ein elektronisch lesbarer Brief natürlich bestimmte Tiefeninhalte erschließen kann. Und eben noch mal ganz kurz, die Herausforderung ist hier natürlich, wie schaffen wir das, diese tiefen Inhalte, die also weit über das Werk Georg Kolbes hinaus, glaube ich, für Forschende und Interessierte von Bedeutung sind, eben noch breiter zu vermitteln und zugänglich zu machen. Danke. Ja, haben wir gerade gehört, dass sich sozusagen mit einer Arbeit sozusagen neue Fragen wieder stellen. Das war jetzt einmal das kleinste Museum in der Runde. Jetzt kommt das größte Museum in der Runde oder auch eines der größten Museen in Berlin, nämlich das Stadtmuseum, das mit Märkischem Museum, Nikolaikirche, Ephraim-Palais, Knoblauchhaus eine Menge Angebote hat. Ich muss zugeben, Asche auf meinen Kulturjournalistenhaupt, ich war auch noch nie da, deswegen bin ich jetzt ganz gespannt. So, es sind 4,5 Millionen Objekte, habe ich gelesen, die vielleicht zur Digitalisierung stehen. Das ist Trumpf und Ballast zugleich, glaube ich. Deswegen sind wir jetzt ganz besonders gespannt auf Sebastian Ruff. Der ist für das Sammeln 2.0 im Stadtmuseum zuständig und erzählt uns vielleicht ein bisschen, wie man mit so einer Menge von Objekten Herr wird. Trotzdem auch nochmal ein Beifall für ihn. Ja, vielen Dank. Einen schönen guten Tag auch von meiner Seite. Ich starte mit einer ziemlich uninspirierten Folie. Das hat den Grund, dass ich meine Beispiele, die ich jetzt nennen werde, zu Digis-Projekten, die im Stadtmuseum gelaufen sind, in eine andere Perspektive packen möchte. Und das ist nämlich, was Digitalisierungsprojekte tun können für eine Art digitale Transformation in einer Kultureinrichtung, in unserem Fall eben zu einem, in einem Museum. Obere Hälfte der Folie zeigt die Top 5 Antworten meiner Kolleginnen und Kollegen im Stadtmuseum. Welche Chancen und Risiken kann die Digitalisierung für das Stadtmuseum bieten? Und die untere Hälfte, da kommen wir gleich zu. Und das Spannende ist, und diese Ergebnisse hätte es vor 5 Jahren so nicht gegeben, möchte ich mal sagen, im Stadtmuseum. Das eine ist, man sieht hier nicht Bedrohung von jetzigen Aufgabengebieten und man sieht auch nicht sozusagen die Chancen, die sich eher auf das klassische Digitalisieren von Kulturgut beschränken, sprich auch die Digis-Projekte der letzten fast 8 Jahre haben dazu geführt,
dass jetzt andere Chancen in der Digitalisierung und einem Kulturbetrieb gesehen werden, nämlich Blick hinter die Kulissen ermöglichen, Kontextualisierung, aber auch zugänglich machen. Und bei den Gefahren geht es nicht mehr darum zu sagen, wollen wir Technik nutzen, um Kulturvermittlung zu machen, sondern wie wollen wir Technik nutzen? Also ein spannender Prozess, digitale Transformation im Museum zu begleiten. Die untere Hälfte ist relativ selbsterklärend. Da sind nämlich auch die drei Antworten, die kamen. Für wen machen wir das eigentlich? Für die Zielgruppen, für unsere Organisation. Also ein Drittel der Antworten beschäftigt sich wirklich mit der Frage, wie können wir uns selbst transformieren und auch für jeden Einzelnen persönlich. Und zwar nicht nur als Mitarbeiter des Museums, sondern auch als Nutzer von Kulturdaten. Ja. Ganz oben steht Ablenkung von Originalobjekten, denn jetzt kommen wir zu den Themen, die sich eher mit den Objekten beschäftigen, denn am Ende ist es eine Sammlung eines Museums, das immer noch das größte Potenzial hat für digitale Transformation und eine Möglichkeit, so etwas zu schaffen in einer Institution, wo vielleicht noch viele kritische Stimmen sind, ist mit Pilotprojekten anzufangen und so ist eben auch dieses Pilotprojekt entstanden. Das ist ein Leopardsandstein. Für uns ist das sehr, sehr interessant aus unserer geologischen Sammlung. 550 Millionen Jahre alt, kam aus Skandinavien während einer Eiszeit nach Berlin. Aber für die Nutzer, die während des Hackathons Coding Da Vinci mit diesen Beständen gearbeitet haben, sind ganz andere Fragen spannend gewesen. Nämlich zum Beispiel, wie visualisiert man den Weg eines solchen Sandsteins von Skandinavien über mehrere tausend Jahre bis hin zu seinem sozusagen Fundort in der Nähe von Eberswalde. Sprich, für jeden Einzelnen von uns sind diese Digitalisierungsprojekte und diese digitalen Projekte auch die Möglichkeit, mit einer bestimmten Zielgruppe mehr in Kontakt zu kommen und hier eben am Beispiel von Rolling Stone, einem schönen Projekt. Eine zweite Möglichkeit ist, sich genau zu überlegen, welche Bestände im Museum digitalisiert man eigentlich zuerst. Wir haben es gerade gehört, 4,5 Millionen Objekte, das stimmt. Davon sind 4.500 ausgestellt, also die 10% von vorhin waren schon sehr, sehr optimistisch, eher 0,1%. Und eine Möglichkeit könnte ja sein zu sagen, wir digitalisieren visuell attraktive Bestände. Ja, oh, ich bin sehr langsam. Entschuldigung, danke. Zum Beispiel Modezeichnungen aus den 20er Jahren. Eine weitere Möglichkeit, dieses Projekt aus dem letzten Jahr, eine weitere Möglichkeit könnte zu sagen, wir digitalisieren Objekte, die eher für die Forschung im Museum wichtig sind. Das ist zum Beispiel ein Foto einer Banderole. So hat Theodor Fontane seine Manuskripte verpackt und sie seiner Frau auf den Schreibtisch gelegt, um sie dann abschreiben zu lassen. Tolles Objekt für die Forschung und Sie können sich vorstellen, das sind englische Zeitungen von vor 150 Jahren, die will man nicht jedem Nutzer in die Hand geben, dann hat man nämlich irgendwann nichts mehr davon und genauso ist hier ein Digis-Projekt aus dem Jahre 2015, glaube ich, nämlich Stadtfotografie der 70er Jahre, hier sieht man den Palast der Republik noch im Bau. Eine nächste Möglichkeit oder eine nächste Frage, die man sich stellen könnte, wäre, wie können wir Bestände, die überhaupt nicht sichtbar sind, weil zum Beispiel die technischen Möglichkeiten zum Abspielen nicht mehr da sind, sichtbar machen? Ein Digis-Projekt aus dem letzten Jahr, das ist eine sogenannte Edison-Walze. Das sind Wachswalzen, sozusagen der Vorläufer der Shellac-Platte und die werden abgespielt mit einem modernen Phonographen und endlich kann man diese wirklich arg zerbrechlichen Wachswalzen wieder anhören. Ja? Die Frage, die man sich auch stellen kann in den Sammlungen ist, welche Bestände gibt es eigentlich im eigenen Haus, die einzigartig sind, für die wirklich das ganze Museum steht und ein Teil des Stadtmuseums steht tatsächlich für Heinrich Zille, einen der bekanntesten Berliner Zeichner und deswegen war auch Heinrich Zille eins der Digis-Projekte. Zum Abschluss der 5 Minuten, die bestimmt gleich um sind, gucken wir uns noch ganz kurz einen Film an, nämlich einen Blick auf das, was wir gerade schon bei Thorsten Koch gesehen haben, nämlich das aktuelle Digis-Projekt, ein aktuelles Digis-Projekt zusammen mit der Hochschule für Technik und Wirtschaft, nämlich die Digitalisierung eines rekonstruierten archäologischen Dorfes in Düppel. Und jetzt muss ich wahrscheinlich hier einmal auf Play drücken und dann sieht man nichts. Aha, jetzt sieht man's. Wir versuchen also gerade dieses archäologische Dorf, was in den 1970er Jahren wieder aufgebaut wurde, zu digitalisieren mit Hilfe von Fotogrammetrie. Das Besondere daran ist, dass jetzt endlich die Möglichkeit besteht, auch konkurrierende Forschungsstände sichtbar zu machen. Denn so wie die Häuser hier digitalisiert und aufgebaut wurden, ist das eine wissenschaftliche Theorie. Aber andere wissenschaftliche Theorien sind natürlich genauso im Rennen und können jetzt durch Digitalisierung eines ganzen Standortes des Stadtmuseums am Ende auch nebeneinander gestellt werden.
werden. Sprich, es erlaubt uns auch die, ja, wenn man so möchte, Demokratisierung des Wissens und natürlich eine tolle Quelle für die Forschung. Aber ich glaube, zu Forschung kommen wir gleich noch beim Kollegen. Von daher danke für die Aufmerksamkeit. Ja, danke auch für den schnellen Überblick. Das war jetzt eine sozusagen der ältesten Institutionen, die wir haben. Jetzt kommen wir zu einer der jüngsten Museumsinstitutionen irgendwie in Berlin, und zwar die Berlinische Galerie aus Berlin-Kreuzberg, die, so der schöne Claim, in Berlin entstandene Kunst ab 1870 bis heute mit lokalem Fokus und internationalem Anspruch sammelt. Hier hat schon Guido Fassbender die Bühne betreten. Er ist seit 2000 wissenschaftlicher Kurator für moderne und zeitgenössische Kunst. Und auch die Berlinische Galerie hat als eines der ersten Projekte mit ein Digis-Projekt mit, also mit eingereicht. Und er wird uns jetzt mal eben einen sehr zugespitzten Blick irgendwie auf eine Möglichkeit, was man mit der Digitalisierung machen kann, erzählen. Ja, danke. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich fange jetzt doch auch mal mit einem kurzen Serviceteil an, damit wir nicht nur das jüngste Museum, sondern eben quasi von der Menge her vielleicht auch tatsächlich dazwischen, aber wir besitzen 100.000. Oh. So. Wir besitzen ca. 100.000 Kunstwerke aller Gattungen, von denen mittlerweile 20% digitalisiert sind. Wir besitzen aber auch etwa eine 500.000 Archivalien, von denen wir etwa 6% digitalisiert haben bisher. Und das Besondere an Archivalien ist, es klang eben auch immer schon ein bisschen durch, dass sie eigentlich immer im Verborgenen existieren und im Prinzip auch erstmal völlig wertlos wirken, für die Erforschung der Bestände aber von zentraler Bedeutung sind. Deswegen, vielleicht nur mal ganz kurz zur metaphysischen Einordnung, also Archive sind frei nach Derrida dem Kommenden verpflichtet. Also eigentlich beginnt man beim Archivieren mit einem Dialog, betritt man einen Dialog mit der Zukunft. Allerdings wir haben das Bild eben schon mal gesehen. Jenseits dieser metaphysischen Einordnung möchte ich doch ein sehr physisches Beispiel jetzt heute Ihnen vorstellen. Und zwar ist es ein Objekt, eins der 500.000 Objekte aus unseren Archivbeständen. Das ist eins, mit dem ich Ihnen gerne zeigen möchte, wie man durch eine komplette Digitalisierung aus diesem sehr analogen Sammlungsobjekt ein komplexes, virtuell nutzbares Netzwerk an künstlerischen Avantgarde-Bewegungen des 20. Jahrhunderts machen kann. Aber auch, was für einen Aufwand das bedeutet und wie sich dann am Ende tatsächlich Probleme von selbst lösen. Ich hoffe, ich schaffe das in 7 Minuten. Also es handelt sich hier in dem Fall um das private Adressbuch der Künstlerin Hanna Höch, das sie tatsächlich ihr komplettes Leben lang geführt hat, 1917 begonnen und bis zu ihrem Tod 1978. Es ist Teil unserer künstlerischen Nachlässe, und zwar aus der Nachlass von Hanna Höch, den wir tatsächlich komplett übernommen haben 1979 und den wir dann tatsächlich über 12 Jahre lang wissenschaftlich erforscht haben, erfasst und eben in dicken Bänden publiziert haben, die jetzt auch in diversen Spezialbibliotheken erhältlich sind. Allerdings glaube ich nicht, dass besonders viele das tatsächlich wissen und wissen, wo diese Bücher sind. Wir haben also quasi 2013 begonnen, diesen kompletten Nachlass von Hanna Höch zu digitalisieren. Also sprich, alle Archivalien, aber auch Kunstwerke digital, also die wissenschaftlich schon erschlossen waren, digital in unsere Datenbank zu übertragen und mit Abbildungen zu versehen und dort eben tatsächlich nutzbar zu machen. In diesem Konvolut, so, wir haben diesen Nachlass zusammen mit einem zweiten Nachlass von Raoul Hausmann digitalisiert man sieht die beiden, Raoul Hausmann und Hanna Höchter auf dem Foto oben rechts. Raoul Hausmann war im Übrigen auch eine heimliche Geliebte von Hanna Höch gewesen. Sie sind jetzt quasi digital vereint bei uns in unserer Sammlung online. Diese beiden Nachlässe sind jetzt eben tatsächlich digital abrufbar. Allerdings befindet sich dort das Adressbuch, man sieht das in der zweiten Reihe, tatsächlich beschrieben als ein ganz normales Ausstellungsexponat mit Foto versehen, diversen Metadaten. Man kann das dann tatsächlich auch anklicken. Was man eigentlich nicht machen kann, ist darin lesen. Denn das liegt unter anderem daran, dass das all die Jahre hinweg nicht nutzbar war. Denn
die einzelnen Seiten waren in einem solchen Erhaltungszustand, dass selbst wir selber sie nicht umblättern konnten. Das änderte sich dann, also Sie werden jetzt hier gar nicht so einen großen Unterschied finden, aber das ist tatsächlich der Zustand nach der Restaurierung. Wir haben dieses Objekt restauriert, sehr aufwendig, und dadurch wurde es dann möglich, dieses Exponat tatsächlich, also man hier sieht hier, dass die Ecken so ein bisschen geglättet wurden, und das war eine minimalinvasive Restaurierung, die sehr, sehr aufwendig, sehr teuer war, und man sieht letzten Endes nichts, außer dass man ab sofort es dann eben auch nutzen kann. So, wir haben, wie man hier sieht, mit der Restauratorin zusammen, und da kommt eben Digis auch ins Spiel, mit einem Digis-Projekt haben wir es geschafft, das komplette Adressbuch zu digitalisieren, mit verschiedenen Haltekonstruktionen versehen, konnte man es tatsächlich scannen. Wir haben es dann über den DFG-Viewer Seite für Seite mit einem Index versehen, mit Seitenzahlen, mit einem Inhaltsverzeichnis, sodass man es jetzt tatsächlich virtuell durchklicken und nutzen kann. So, dadurch ist es eben auch tatsächlich möglich, so kleinste Eintragungen zu finden, wie zum Beispiel den Namen Hans Hofmann in dem Fall, wo dann auch dieser Eintrag Meine Puppen dahinter steht. Sie sehen das in der Mitte der Seite. Da bezieht sich Hanna Höch, das hat Hanna Höch ergänzt, da bezieht sie sich auf ihre Dada-Puppen, die berühmten Dada-Puppen, von denen insgesamt 4 existieren. 2 besitzt die Berlinische Galerie, die anderen 2 wusste man bisher nicht, wo sie sind. Jetzt öffnet sich quasi hier eine Spur, und zwar in den Nachlass des Künstlers Hans Hofmann, der in Detroit liegt. Das heißt, hier ist der erste Dialog eigentlich mit der Zukunft eröffnet worden. Wir können hier anfangen, weiter zu forschen und eventuell eben auch diese 4 Puppen irgendwann wieder zusammenzubringen. Was ich Ihnen aber jetzt eigentlich noch am Ende kurz sagen möchte, ist, wir haben diese Daten dann alle komplett veröffentlicht, und tatsächlich ist es dann, und wir wollten es eigentlich in einem großen Citizen Science Projekt transkribieren und kommentieren lassen, die ganzen Daten, weil wir da selber erstmal gar nicht dazu gekommen sind. Wir wollten das machen, dann ist uns aber tatsächlich ein Wissenschaftler zuvorgekommen, der ohne mit uns darüber überhaupt zu sprechen angefangen hat, diese ganzen Informationen, Daten aus dem Adressbuch zu transkribieren, zu kommentieren und tatsächlich auch in dieser Publikation zu veröffentlichen, zu der ich Ihnen, wenn dafür noch kurz die Zeit bleibt, sagen will, dass die FAZ, genau dieses Buch ist letztes Jahr im Herbst erschienen, und die FAZ hat eben zu diesem Buch geschrieben: Mit der Digitalisierung des Adressbuchs ist ein wichtiges Dokument zugänglich gemacht worden. Wer aber mehr über die Namen, Anschriften, Telefonnummern erfahren möchte, kann jetzt ein Buch zur Hand nehmen, eine gelungene wissenschaftlich fundierte Edition und ein Glücksfall für alle diejenigen, die sich mit Leben und Werk dieser vielseitigen Künstlerin beschäftigen wollen. Danke. Ja, vielen Dank auch Guido Fassbender. Da sieht man, es geht um einen Wettlauf auch der wissenschaftlichen Arbeit. Ich würde jetzt, wie angekündigt, nochmal alle Beteiligten mit auf die Bühne bitten für ein kleines 15-minütiges Q&A, wo Sie natürlich alle sehr gerne herzlich eingeladen sind. Genau zum Stehen passen wir auf die Bühne. Wir haben jetzt schon relativ viel kurz irgendwie angedeutet bekommen. Es sind neue Fragen generiert worden. Es sind auch neue Chancen. Ich würde gern vielleicht erstmal mit einer anfangen. Ich glaube, auch der Sebastian hat es gesagt, für wen machen wir das eigentlich sozusagen? Diese Frage irgendwie stellen wir uns. Es ist ganz oft der Begriff der Vermittlung gefallen. Ich meine, ich weiß, ich bin als Vertreterin der Presse, bin ich sozusagen immer, dürfen wir an viele Punkte gucken, wo es nicht möglich ist. Aber ja, für wen ist das jetzt tatsächlich, wenn jetzt so viele Sachen digitalisiert sind? Kann der Otto Normalverbraucher, kann der sozusagen solche Sachen einsehen, selber dort auch forschen, oder welche Hürden existieren da noch? Ihr habt genau ein paar Mikrofone, eins ist da, ansonsten gerne rumreichen und aufzeigen. Ja, für wen machen wir das? Bei einigen Projekten ist sozusagen die Zielgruppe, glaube ich, relativ klar, nämlich die Forschenden und Forscher, aber das ist nur eine der Zielgruppen. Im Prinzip möchte man es für alle die machen, die man noch nicht so genau benennen kann, nämlich im Prinzip Daten und Bilder so frei wie möglich anzubieten, damit jeder, der sich dafür interessiert, der vielleicht sonst gar nicht aufs Museum gekommen wäre oder auf die Gedenkstätte oder von dem wir noch gar nicht wissen, dass es ihn gibt, auch damit arbeiten kann. Von daher geht es sozusagen bei einigen Projekten tatsächlich darum, ein konkretes Forschungsinteresse zu bedienen, aber auf der anderen Seite eher in Richtung, ich habe es letztens schon mal gesagt, in Richtung Angebotsorientierung zu gehen.
die Dinge anzubieten, um sich dann vielleicht auch ein Stück weit davon überraschen zu lassen, wer was mit den Daten macht. Also das heißt eigentlich sozusagen auf der Website werde ich als User sozusagen dahin gelenkt in bestimmte Kataloge. Könnt ihr da mal sagen, was das möglicherweise für Kataloge, Online-Kataloge sind, den man dann sucht oder wie läuft das? Kann ich ganz kurz ein bisschen abstraktere Antwort noch geben? Ja. Und zwar 2011 war das, glaube ich, hat die Europäische Kommission die EU eine Kommission in Auftrag gegeben, die quasi versucht hat, eben rauszufinden, wie das Userverhalten tatsächlich ist und das Verhältnis der jüngeren Generation zu Originalen oder zu Dingen, die nicht im Internet sind. Und da hat man festgestellt, dass eigentlich das, was nicht in irgendeiner Repräsentanz im Internet ist, eigentlich nicht existiert und nicht mehr existiert im Bewusstsein. So. Und also ich glaube, wir tun das unter anderem auf so einer übergeordneten Ebene, um quasi an einem Stück des kulturellen Gedächtnisses Europas zu arbeiten und eine Transformation in den digitalen Raum zu betreiben, was auch immer damit passiert, also für wen auch immer das dann nutzbar wird, aber quasi dieser Übersetzungsprozess von einem kulturellen Erbe in einen digitalen Raum, dazu gehört die Digitalisierung für uns zumindest als Museum. Dann und ich, ja, ich möchte auch noch kurz ergänzen zu der im Grunde vorherigen Frage, denn wir haben bei unserem Angebot auch viele Fotografien von privaten Stiftern, also Amateuraufnahmen. Und das ist für uns natürlich ein Weg, die Vielfalt der Berliner Mauer zu zeigen, aber es ist natürlich auch ein Angebot an die vielen Menschen, die selber Aufnahmen haben, auf dem Dachboden, auf dem Keller, als Dias noch, ihnen klarzumachen, dass Kulturgut eben nicht nur in Museen und Gedenkstätten ist, sondern auch in Privatbesitz, gerade zur Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und das ist natürlich auch ein Weg, selber sich bewusst zu machen, was Kulturgut ist. Und natürlich hoffen wir da auch, dieses Material dann entdecken zu können und eventuell auch selber weiter vermitteln zu können. Also es hat auch diesen Partizipations- und Aufrufcharakter. Ja, man wird noch sehen, was man damit macht. Also ich sag mal, Wikipedia benutzen ja auch nicht nur Leute, die vorher in den Brockhaus reingeguckt haben. Das wird ja heute für alles Mögliche benutzt, auch als Hintergrunddaten und so weiter. Und was da noch rauskommen kann, das wird sich zeigen irgendwann. Also man stellt es zur Verfügung und dann gibt es einfach neue Möglichkeiten. Und zwar für alle. Ja, ich würde auch noch das Thema ein bisschen erweitern, weil es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt Objekte digital zur Verfügung stellt mit Metadaten, sondern es geht darum, dass die Museen in den digitalen Raum eintreten und sich dementsprechend aufstellen können. Und ich glaube, das ist hier auf dieser Veranstaltung auch ein viel zitiertes Thema, dass Deutschland in der Digitalisierung nicht so weit ist. Und ich sehe auch mit einer Auslandserfahrung dabei, dass vor allem die Infrastrukturen, die Prozesse, die Rollen, die Leute haben, der Umgang mit Informationen, dass da noch viel zu leisten ist. Und das große Plus, was wir haben mit Digis und den Digitalisierungsprojekten, das haben wir ja auch gesehen, ist, dass wir verschiedene Sachen ausprobieren könnten und unsere Verfahren, wie wir Daten sammeln, verwalten und wie wir mit unseren Sammlungen umgehen und sie auch in Ausstellungen oder in den physischen Raum einbringen, üben können. Das sind Übungsprojekte und es hat dann Konsequenzen auch in der Verwaltung und in der Diskussion über, wie unsere Organisationen im 21. Jahrhundert weiterzuentwickeln sind. Ja, es ist ja mehrfach angeklungen, dass sozusagen, dass oftmals ja auch sozusagen mit dieser Digitalisierung gibt es so eine Art von auch Relaunch oder nochmal Selbstbefragung der eigenen Institution. Manchmal habe ich mich gefragt, ob eigentlich jetzt erst das möglich ist, was sozusagen das ganze Potenzial einer solchen Institution war. Ist das wirklich sozusagen, also stellen sich jetzt ganz, Sie haben es angedeutet oder du hast es angedeutet, so es stellen sich ganz neue Chancen und Möglichkeiten. Was ist das? Kommt man jetzt nochmal ganz anders zu seiner Kernmarke? Soll ich das auch gleich beantworten? Kommt man anders zu seiner Kernmarke? Nee, es geht natürlich auch um den Diskurs, dass man sich öffnet als Institut und dass man mit dem Expertentum anders umgehen lernt. Das finde ich zumindest. Wir sind ein Forschungsinstitut traditionell. Wir haben das Wissen, aber wir haben natürlich in der ganzen Welt Leute, die auch auf eine ganz interessante Art und Weise mit dem Material umgehen. Und wir müssen unsere eigene Position hinterfragen als Experteninstitut. Und ich finde das Motto der heutigen Tagung, das habe ich vorhin nicht mehr geschafft, das zu sagen, aber das finde ich sehr schön, es steht da vorne auch nochmal, es geht um Komplexität und Tiefe. Und das ist ein gesellschaftlicher Prozess und wir als Institut müssen uns da positionieren. Es geht nicht so sehr um die Kernsammlungen. Die Sammlungen können gut oder schlecht sein. Es gibt sehr viel schwache Sachen in Sammlungen, aber das gehört dazu. Man kriegt manchmal einfach mehr, als man haben will. Ich würde mal jetzt, weil so oft das Stichwort Partizipation gefallen ist, Teilhabe, das Versprochene, Sie, ihr dürft Fragen stellen. Silvio ist mit dem Mikrofon dabei.
Hallo, ja, danke für die Einblicke erstmal. Ich habe eine Frage, jetzt sind die ganzen Inhalte da, die sind archiviert, die sind, und mein Interesse geht jetzt darin, wie sind die Bestrebungen, wie seht ihr da die Chancen, das Ganze nochmal weiter zu nutzen? Also ich denke jetzt in die Richtung vom Herrn Wiechmann, eine App draus zu machen, interaktive Anwendungen. Ich habe als Ausstellungsmacherin direkt total viele Ideen gehabt, wie man genau diese Sachen wieder weiter nutzen kann. Und da würde ich gerne von dem einen oder anderen vielleicht nochmal ein paar Worte dazu hören. Danke. Dann antworte ich gleich mal ganz schnell direkt. Also wir sind ein relativ kleines Haus, was das Personal angeht. Wir haben gar nicht die Möglichkeiten, diese Daten so zu nutzen, wie man sie da nutzen könnte. Also sprich, diese App wird auch nicht von uns entwickelt, sondern wir liefern nur die Daten. Und das ist gerade das Entscheidende, dass wir die Inhalte, die Kontexte und die Digitalisate bieten, aber die Nutzung danach kann im Grunde sozusagen jeweils dann je nach Zielgruppe oder je nach Zusammenhang erfolgen. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Vorteil für Kulturinstitutionen. Die müssen sozusagen nicht immer auf dem höchsten technischen Stand sein oder aktuellen technischen Stand, sondern sie müssen sozusagen die Daten liefern. Und für Rückfragen und Kontextualisierung, dafür sind wir dann da. Also wir sehen gern, dass diese Materialien weiter frei genutzt werden und Anwendungen in ganz verschiedenen Gebieten dann entstehen, wo wir gar nicht unbedingt dann involviert sein müssen. Das heißt, ein bisschen Aufgabe der Deutungshoheit, aber das gehört, glaube ich, in der heutigen Welt mit dazu. Also bei uns war das so, dass wir am Anfang gar nicht die Möglichkeit hatten, also wir haben unsere Daten in Museum Plus erfasst, hatten aber keinen Online-Zugang zu Museum Plus. Das heißt, wir hatten am Anfang gar nicht die Möglichkeit, die Daten nach außen zu spiegeln und haben auch eben ja unsere Online-Datenbank noch nicht gehabt und haben mit der DDB zusammengearbeitet, was sehr gut funktioniert hat, wo wir eben auch gemerkt haben, dass eigentlich erst durch die Nachnutzung der Daten durch andere Daten sehr viel zugänglicher sind, als wenn sie nur über unsere Homepage, ich meine, wir sind ein kleines Haus in Berlin, das sozusagen im Skulpturenbereich einen bestimmten Ruf hat, das aber sozusagen darüber hinaus bei uns im Haus Dinge lagern, die vielleicht auch für ganz andere Leute interessant sein können. Das weiß natürlich keiner und auf die Idee muss natürlich auch erstmal jemand kommen zu suchen. Und ich glaube auch, dass wir da ehrlich gesagt noch ganz am Anfang stehen, also jetzt gar nicht wir als Haus, sondern überhaupt, was das digitale Publizieren und vor allem die Auffindbarkeit von diesen Inhalten geht. Also das ist so etwas, worüber ich mir viel den Kopf zerbreche, denn sozusagen ist, also es wird ja immer mehr, was wir an Wissen einfüllen, aber es soll ja auch jemanden wiederfinden. Und da bin ich im Moment noch so ein bisschen skeptisch, wie das, oder nicht skeptisch, aber zumindest gespannt auf die Entwicklung, was sich da noch ergeben wird. Weil, also eine kurze Rückfrage, weil da Infrastruktur fehlt, weil das mit Verschlagwortung und sozusagen Vereinheitlichung schwierig ist, oder was ist das Problem? Also, ja, es ist natürlich eine Mischung aus allem. Sozusagen die Schlagworte, die wir reingeben, sind natürlich die, die sich an wissenschaftlichen Standards und Metadaten orientieren. Ob das natürlich die Schlagworte sind, die auch andere im Kopf haben, die noch, also das ist ja sozusagen die eine Diskussion. Die andere ist aber ja wirklich auch, dass wir alle im digitalen Publizieren noch nicht die Erfahrung haben. Also wir sind jetzt gerade am Werkverzeichnis. Ein Werkverzeichnis ist eben ein ganz wichtiger Meilenstein für eine künstlerische Arbeit, für eine künstlerische Auseinandersetzung. Im analogen Publizieren von Werkverzeichnissen gibt es ja auch schon genug Probleme, aber die spiegeln sich natürlich im digitalen Raum und da entstehen ganz neue Aufgabenfelder, die einfach auch für die Wissenschaften noch nicht so gut bearbeitet sind. Mhm. Ich gucke mal kurz. Weitere Fragen? Hier links einmal. Also die Digitalisierung im Museum ist ja wirklich ein spannendes und eigentlich ja nicht mehr ganz so neues, aber doch neues Thema, was ja wirklich, ich denke, auch in den nächsten Jahrzehnten unglaubliche Dynamik anführen kann. Und meine Frage wäre das, wie ist es denn mit der Finanzierung und auch mit der mit dem Verständnis dafür in den Museen? Also das ist ja doch eine gewisse Konkurrenz auch zu anderen Themen der Kunstvermittlung oder eben nicht. Es ist eine sehr komplexe Frage, die ich stelle, aber vielleicht so ganz kurz, wie ist da der Stand der Dinge innerhalb der Museen? Vielleicht kann ich einen ganz kleinen Einblick, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, aber ich mache es mal in unsere internen Strukturen geben. Wir haben tatsächlich seit etwa einem Jahr eine interne Arbeitsgruppe, die mit der Direktion, kompletten Direktion und diversen Mitarbeitern im Haus sich regelmäßig trifft und die an einer digitalen Strategie arbeitet, ein Konzept, irgendwie gar nicht mal so sehr ein Konzept entwickelt, sondern quasi die verschiedenen Konzepte, die es gibt, immer wieder im Blick hat, befragt, erweitert. Und ein Ergebnis dieser Kommission war auch tatsächlich, dass wir eine Stelle brauchen, bei der quasi wir
alle Fragen der Digitalisierung, auch der Weiterentwicklung unserer Datenbank zusammenlaufen und die dort tatsächlich gerade damit beschäftigt ist, ein neues Konzept für eine neue Datenbankstruktur zu entwickeln und auch eine neue Datenbank aufzubauen. Und gleichzeitig Im Museum selbst. Im Museum, genau, okay. Also in Datenbank bei uns. Und dann aber auch tatsächlich verbunden mit unserer Education, Bildungsabteilung, mit der Kommunikation, die sitzt auch in diesem Gremium und wir versuchen quasi tatsächlich diese Bereiche, also die Digitalisierung in alle Bereiche zu tragen und dann auch nutzbar zu machen. Und es ist tatsächlich so, dass dann auch vieles viel schneller, leichter entsteht durch so eine relativ agile Stelle, an der die Direktion direkt angebunden ist. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, vielleicht die Finanzierung nochmal, weil das haben wir auch nicht so richtig genannt. Es gab ja europäische Fördermittel sozusagen, um diese Digis-Projekte eben mit umzusetzen. Das sind jetzt irgendwie Anlaufprojekte. Ja, es gab mal EFRE-Mittel, aber inzwischen hat also der Senat von Berlin durchaus die Digis-Mittel verstetigt. Das ist also ein dauerndes Programm, was auch jetzt nicht aufhört, weil wir sehen nicht, dass wir irgendwann zu Ende kommen. Und wir werden da von der Senatsverwaltung für Kultur wunderbar unterstützt. Das läuft auch sehr schön und wir machen dann die Projekte, da werden Anträge gestellt. Und das Problem ist, es reicht ja nicht, wenn man jetzt mehr Geld reinschütten würde in beliebigem Maße. Das würde nicht unbedingt was helfen, weil in den Häusern muss ja dann auch was gemacht werden. Das ist ja auch Arbeit auf Seiten der Museen. Und da gibt es auch Kapazitätsengpässe. Und grundsätzlich hat man ja die Frage, man kann eine zentrale Stelle machen, die ganz viel Geld kriegt und alles macht. Das funktioniert aber nicht, weil das zu zentral ist. Und auf der anderen Seite könnte man jedem Geld geben, da muss jeder alles wieder lernen, das funktioniert auch nicht. Und wir haben eigentlich eine sehr gute Zusammenarbeit da gefunden. Das, was in den Museen gemacht, die machen ihre Strategien, aber wenn es dann an die Projekte geht, wird es von Digis unterstützt, dann gibt es auch noch wieder Dienstleister, die Digitalisierung zum Teil auch durchführen, weil das macht man ja auch manchmal nur einmal, gerade bei den kleineren und kann das gar nicht selber. Und so greift das dann alles ineinander. Und es ist eine Riesenaufgabe, aber das ist eine Daueraufgabe, die wird sich einfach jetzt nicht, man kann nicht sagen, wir gehen jetzt hin, machen ganz viel und in 5 Jahren haben wir alles digitalisiert. Das wird einfach nicht passieren. Vielleicht noch, das letzte Wort sein. Entschuldigung. Nein, alles gut. Es gibt einerseits die Förderung von außen, die natürlich dann ermöglicht, dass man Sachen im digitalen Bereich macht. Andererseits, ich bin Kuratorin, eine von lange Zeit nur zweien, die dann auf einmal Digitalisierung macht, aber ich muss all die anderen Sachen auch noch machen. Also wenn Sie dann wissen wollen, ob der Stuhl wirklich von Breuer ist oder so, das landet auch bei mir. Das heißt, da ist eine extreme Doppelbelastung bei dem bestehenden Personal. Das ist eine Übergangsphase. Ich verstehe das selber als einen Übergang. Ich muss das unterstützen, dass unsere Organisation digitaler operieren kann. Aber es ist natürlich dringlich, dass darüber gesprochen wird, was langfristig das für die Aufstellung von Museen zu tun hat. Das habe ich, glaube ich, auch heute machen wollen, den Punkt. Mhm. Ja, wir haben jetzt viele Stimmen. Ich habe gerade geguckt, es ist leider 12.16 Uhr. Wir sind eine Minute drüber. Es waren wahnsinnig interessante Einblicke. Hier sind Fragen aufgetaucht. Bleibt überhaupt noch irgendwie im analogen Raum eigentlich noch was übrig? Haben wir dafür noch Geld? Was können wir eigentlich auf einer Online-Webseite zeigen, wenn wir die Bildrechte nicht haben? Hier sind, glaube ich, eine ganze Menge interessante Fragen aufgekommen. Wir haben jetzt nur kurze Einblicke gesammelt. Und wer das gerne vertiefen möchte, die Leute stehen noch zur Verfügung. Ansonsten gehen Sie in die Museen. Wir haben ja schon gehört, es wird auch viel an der Digitalisierung werden die Leute mit irgendwie dran beteiligt. Insofern danke ich allen, die da waren und toi, toi, toi weiter bei der Digitalisierung.